So, hier habe ich also das Alpuna Schlauchboot King Light. Natürlich auf dem Foto, dass das als Rucksack ist und so super leicht zu tragen. Naja, es ist schon ein bisschen Herausforderung, aber dafür, dass es ein ganzes Boot ist, ist es natürlich zu verkraften. Ich habe dieses Boot, das ist das King Light von Alpuna. Das habe ich gekauft, weil mein anderes Boot geklaut worden ist. Das war von Bengar. Das war das Lotus 320, also 320 Zentimeter lang. Und dies hier ist nur 290 Zentimeter lang, also das Alpuna King Light 290. Aber es hat eine Innengröße von fast 240, während das 320 von Bengar eine Innengröße hat von 210. Also ich habe hier fast 30 cm mehr Innenraum. Das ist natürlich ein Argument. Ich mache mal auf die Plaste. Hier, guck mal her, komm mal näher. Diese hier ist, naja, erscheint dünn, aber soll sehr reißfest sein. So zumindest der Hersteller. Ich habe den angerufen und gefragt, weil das hat nur 0,5 mm Stärke. Und das von Bengar ist etwas stärker, ich weiß nicht, 0,8 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war ja auch lange her und auch die Technik von Booten wird immer besser. Und da gehe ich halt davon aus, dass jetzt heute 0,5 so viel ist wie früher 0,8 oder so. Okay, holen wir raus. Ich habe hier so, das sind die Sitzbänke, ne, den schmeiße ich mal dahin. Allerdings große Sitzbänke. Nur guck mal, wir haben hier zweimal große Sitzbänke. Bei Benga war ja einer klein, einer groß, ne? Erinnerst du dich? Und dann das hier, da kommt so eine Sitzbank rein. Warte mal. Okay. So. Da hat man es also weich unterm Hintern. Ne? Und gleichzeitig eine Tasche darunter. Ob wir jetzt das unbedingt brauchen, wir haben ja sonst immer Eimer genutzt auf dem Schlauchboot, aber auf jeden Fall ein Gimmick. Was habe ich noch? Ich habe hier meine Ruder. Und ich habe hier meine Pumpe, die werden wir gleich aufbauen. Und hier, Gott, oh Gott, Gott, habe ich noch hier die, ja, ein bisschen Flickmaterial. Und zwei Schrauben, ich weiß noch nicht, für was die sind, das werden wir gleich herausfinden. Und ich habe noch diese beiden Teile, das sind für die Ruder, die werden wir auch gleich aufbauen. Und dann werden wir das im Detail uns mal anschauen. So, jetzt hole ich mal das Teil raus. Ist da noch was drin? Nee. Ja. Hoppa. Ja. Ali, machen wir das mal auf. Bin sehr, sehr gespannt. Ich will das seit 2, 3 Tagen aufbauen. Aber ich wollte es mit dir machen nur. So. Was ist das? Okay. Plastik. So. Hier ist es jetzt mal, haben wir das Plastik weggeschmissen oder weggeholt. Und, da ist noch was drin. Was mag das wohl sein? Ach so, das sind die Deckel von den Ventilen hier. Das sind ganz tolle Ventile allerdings. Die hatte Benga auch. Das heißt, die haben so eine Federung. Ne? Wenn man einmal drauf drückt, bleibt es drinnen. Noch einmal, dann schließt es. Das heißt, wenn man, ich habe es oft so gemacht, dass ich erst pumpe, wenn es so ist, dass es schneller pumpt, dann nimmt es nicht so viel Kraft. Und dann vor Ende kurz so gemacht und die letzten paar so gepumpt. Das Besondere jetzt hier, das ist jetzt ein bisschen beunruhigend. Dieses Teil haben sie hier reingedrückt, guck mal. Ich hoffe, das hat jetzt hier nicht irgendwie, dass jetzt von diesem Deckel, dass es hier so eingedrückt war. Was meinst du? Wird sich feststellen, ne? Das war natürlich weniger gut. Wir pumpen das jetzt auf. Aber bevor wir das aufpumpen, noch eine Info. Hier ist ein Hochdruckluftboden. Und bei Benga hatte ich diese Holzlatten. Und Benga hat Holzlatten so in etwa bis hier. Und da musste ich noch nachkaufen für vorne. Und somit war das natürlich sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht mehr genau. Ich würde sagen 45 Kilo laut Gefühl. 41 Kilo steht da in der Beschreibung. Aber ich hatte ja mehr Latten. Und dies hier, all in all, wiegt nur 24 Kilogramm. Das ist fast ein bisschen mehr als die Hälfte. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. So, jetzt werde ich das Ding mal aufpumpen und dann schauen wir weiter. So,
Also gut, ich habe jetzt hier fast, ich glaube, ich wollte es mitzählen, ich glaube 10, weiß ich nicht genau, aber 100 Mal habe ich so pressen müssen mit dieser Pumpe hier. Und was mir sehr gefällt im Vergleich zu Banger ist, ich musste tatsächlich jetzt hier nicht das Ventil eindrücken und trotzdem ließ es sich sehr gut aufpumpen. Das gefällt mir. Weil dann das Problem ist, wenn man das eindrückt und aufpumpt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, und manchmal hat man dann ganz schnell so drauf gedrückt und ganz viel Luft verloren. Ja, das lässt sich also ganz gut so aufpumpen. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber letztendlich ist das egal, weil man kann das Ventil voll funktionstüchtig lassen, wenn man das aufpumpt, weil es ganz einfach geht. So, jetzt hier, also wir haben drei Kammern, ne? Das ist noch nicht ganz aufgepumpt. Die Sache ist, zwischen den Kammern, also jetzt hier kommt die vorderste Kammer, und da ist jetzt hier zwischen den Kammern ist so ein Gummi, was sich gut wie dehnt. Das heißt, wenn ich das jetzt ganz stark aufpumpe, dann wird drinnen dieses PVC, das Dehnbare, hier reindrücken. Obwohl das jetzt noch nicht ganz fertig pumpt ist, wird es trotzdem stärker, weil der Druck dann auch da reingeht. Ne? So, das mache ich mal geschwind. Dann sieht ihr, wie ruckzuck das geht. Das geht echt schnell mit dieser Pumpe. Und auch hier mal checken, dass ich das auch schon... Genau, es ist jetzt so draußen. Das heißt, ich habe kein Problem mit Luft entweichen. Zählen wir mal. 50 Mal gepumpt und schon ist das voll. Kann man sich vorstellen, dies hier 100 Mal. So, bevor es ganz aufgepumpt ist, ist es sinnvoll, die Sessel mal drauf zu tun. Und wenn es zu sehr aufgepumpt ist, geht das nicht mehr. Na, kriegt das jetzt hier raus. So, bin ja gespannt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ah, hier tut man sich irgendwie. Ah, guck mal an. Also einen hakt man von unten, einen beide von unten. Okay, da, guck mal hier, das ist so, ja, das kann man so durchführen, glaube ich, ne? Ja, wie mache ich das? Warte mal, dann muss ich mal hier besser rangehen. Das wird man also hier so, das hier ist so ein dickes Gummi drin und hier ist so ein Rohr. Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt zu viel gepumpt. Zeig mal das Rohr. Hier, na, siehst du, und hier ist ein Schlitz. Ich glaube, von hier geht es jetzt schlecht, weil hier ist das so nach oben. Von da geht es wohl besser. Hier. Checken wir mal. Und mal sehen. Nicht so einfach, muss ich sagen. Aber dafür wird es wahrscheinlich sehr gut sitzen. Ich habe es drin. Da ist es, das eine. Hier ist das zweite. Und kann man das natürlich beliebig vor- und zurückschieben. Das ist auch ein Vorteil. Weil beim Banger stand fest, wo die Stühle sitzen. Ne? Vielleicht hätte ich auch nicht so viel Luft pumpen. Ah, das geht schon. Guck mal, hinten schon kann man entscheiden, wo man sitzen will. Ist das nicht cool? Das kann man jetzt nach vorne und hinten schieben. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Oder? Ja, ich lasse jetzt bei einem. Ne? Und man kann sich jetzt vorstellen, dass hier, das kann man jetzt hier so aufmachen. Ne? Kann man das ganz aufmachen? Ja, das kann man ganz aufmachen. Und hier sind so auch eine Art Verschluss hier. Kann ich das jetzt hier so dumm rum tun und das hier dann schließen. Ich finde das schön zum drauf sitzen allerdings. Die Tasche brauche ich nicht so unbedingt. Das ist nur ein Firlefanz. Aber ja, okay. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Allerwichtigsten. Und zwar zum Hochdruckboden. Da bin ich gespannt, ob man mit so einer Fußpumpe das schaffen kann. Das versuchen wir mal einfach. Hier rein, raus. Und seht ihr hier? Wunderbar. Es entweicht null Luft. Wir werden eh noch einmal pumpen müssen. Und morgen gehen wir das mal auf dem Wasser ausprobieren. Können wir das vielleicht... Oh, das wollte ich aufhaben.
kann man das gleich auch in diesen Film mit reintun. Na, geht das? Das geht. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Denn ohne die Spannung im Boden wird das ja, ja, es muss ja irgendwie so ausgedrückt werden. Wo vorher diese Latten drin waren, die haben dafür gesorgt, dass das schön breit gezogen wird, muss jetzt dieser Hochdruckluftboden das schaffen. Okay. Ah, guck mal da hinten, wie schön es aufbläst. Mhm. Ja? Und wenn es jetzt richtig schön dick wird, und der Vorteil, was ich gelesen habe, ist, dass dieser, jetzt kriegt er auch die Struktur, siehst du? Die Struktur, die hier erscheint, ist, weil hier so wie viele Fäden sind, die beide Seiten zusammen binden. Und daher, wenn ich es jetzt aufpumpe, geschieht ein gewisser Druck. Und die Hälfte ist unter dem Boden. Jetzt ist es hart. Aber je härter, desto besser zum Stehen. Und los. Ja, das ist doch sehr spannend, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Guck mal. Da kann man richtig drauf stehen. Absolut problemlos. Das ja. Ist das nicht irre? Ist wie. Ja, wie soll ich das beschreiben? Wie ganz starker Schaumstoff, ne? Das ist ja toll. Das ein bisschen vorschieben. So. Jetzt tun wir den auch rein. Aber kurze Frage, warum? Obwohl dieses Boot kürzer ist, gibt es hier mehr Platz. Ja, das liegt hier dran. Beim Benga ist dieser Rückspiegel in etwa hier. Ja. Und also da hast du natürlich hier weniger Platz, klar. Jetzt ist dieser Rückspiegel hier zurückgesetzt. Und hier hast du nicht diese langen Spitzen wie bei Benga, sondern der ist hier so rund gemacht. Dann kann man denken, das ist jetzt ein Problem bei der Geschwindigkeit. Aber wir wollen ja nicht kein Rennboot, sondern wir wollen ein Angelboot. Beim langsamen Fahren ist es echt schnurzpiepegal, wie lang die Teile sind, die dahinter sind. Und da ist das super. So, warte mal. Ja, machen wir kurz Pause. Jetzt haben wir noch diese Teile. Diese Teile sind hier fürs Rudern. Ne? Wir müssen also hier reinkommen. Die kann man so ein bisschen versenken, glaube ich. Mal sehen, wie das geht. Dann bin ich immer noch nicht so schlau. Hier ist irgendwie so eine Schraube drin. Ah, da ist die. Hier ist so dieser. Guck mal, siehst du die Schraube da drin? Kann man das sehen, die Schraube? Nee. So ein kleines Ding da. Na, ist ja egal. Und da muss man das so reintun und dann drehen. Und dann ist das fest. Nun, bei uns ist es ja so, wir tun ja eigentlich immer mit dem Motor fahren. Da die Ruder sind ein Accessoire, was wir fast noch nie genutzt haben, nur falls Motor aus ist. Ne? Daher weiß ich jetzt noch nicht, ob ich die überhaupt nutze. Müssen wir uns überlegen. Nur, oh, das ist jetzt falsch draufgeschraubt, merke ich gerade, aber das ist jetzt unproblematisch. Das muss man einmal richtig reinschrauben, dann funktioniert das auch. Warte mal. So, ah ja, okay. Ist immer gut, wenn die Schraube nicht verkantet ist. So, da ist sie. Na. So. Frag mich, warum die das nicht gleich reingeschraubt haben. Nun ja, dann ist es eben so. So. Und rein. So, da haben wir das. Ne? Schön. Und da kommen die Ruder rein. Und die Ruder kann man jetzt mit diesen Lassen hier festbinden. Das zeige ich mal kurz. Für die sowas noch nicht hatten. Also hier haben wir dann so ein Ruder. Eins. Zwei.
ganz schön kurzes Ruder, wenn ich mich nicht irre. Ist da noch ein Stück? Nee, das ist tatsächlich so kurz. Kann das sein? Ah nee, ach, das ist ja cool. Guck mal, das ist so ein Teleskoprohr. Aha, das ist natürlich nicht der Fall gewesen bei Benga, ne? Die haben so ein zweiteiliges Ruder und das hier ist so ein Teleskoprohr. Das gefällt mir auch sehr. Ich will mal kurz Gedanken machen, wie wir das hier reinbringen. Ja. Irgendwo mal denken. Ach so, okay. Warte mal. Hier rausholen. Na. So. Je nachdem, wie ich jetzt ruder, ob ich vorwärts, rückwärts ruder, könnte ich das hier so reintun. Jetzt habe ich das natürlich zu eng gemacht, die Volltrottel. Also ein bisschen breiter. Breiter, oh, ist das schwer. Breiter. Ja, das muss einmal eingestellt werden, scheinbar. Oh. Krieg ich's rein? Ja, das ist nicht so ein. Ah, jetzt kommt er. Siehst du? Ich würde eigentlich, wenn du mich fragst, ich würde das hier so machen und das immer drauf lassen. Wobei, dann hat man natürlich den großen Vorteil dieses Teleskops hin. Da muss dann jeder für sich entscheiden. Ne? Ich mache das jetzt einmal so, einfach zum Demonstrieren. Hier ist die Öffnung. So, und da. Und jetzt kann man das hier so mit der Lasche schließen, dass es nicht herumwackelt. Und das müsste hier hin. Ne? Und analog die andere Seite, das ist ganz schön fest. Ne? Ja, persönlich. Mal sehen. Kommt das so raus? Nee. Will ich das sogar so machen? Dann kann man hier besser sitzen. Wenn man denn hier sitzen will, dann hat man es so. Ne? Ja, und dann gibt es noch ein paar Dinge hier. Also, erstmal, das haben wir jetzt noch nicht ganz aufgepumpt. Das müsste man ein bisschen mehr aufpumpen, aber. Es sind noch vier Dinge hier, drei Dinge. Wo sind denn die? Guck mal her. Also das ist hier, falls mal das Ventil kaputt ist, dann kann man das rausschrauben, neues reintun. Hier zum Kleben. Und hier habe ich noch so ein paar Sachen. Müssen wir auf die Gebrauchsanweisung schauen. Das hier wird wahrscheinlich auf irgendwas geschraubt. Mal gucken, wo können wir das hinschrauben. Hast du eine Ahnung, was das jetzt hier sein soll und wo man das schrauben soll? Ja, also für was diese Teile sind, das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich drinnen in der Gebrauchsanleitung schauen. Wir gehen damit morgen aufs Wasser. Dann werde ich kurz berichten, was das ist. Was ich jetzt machen will, ist, das mal richtig fest aufpumpen, dass die absolute Stärke hat. Dann können wir das mal flippen und uns unten anschauen. Ja? So, also, jetzt muss ich mal hier ein bisschen Luft reinlassen. Ah, kommst du mal ganz kurz hier, möchte ich noch was zeigen. Das hier, das ist ein Überdruckventil. Das ist ganz stark, das hat Benga auch nicht. Das heißt, wenn du aus Versehen zu viel reingepumpt hast, dann wird hier Überdruckventil entscheiden, dass ein bisschen Luft raus muss. Na los, mach hier. So, jetzt mache ich das mal hier voll. Dann schauen wir uns das an, wie es ist, wenn es richtig stark ist. So, wenn es so pfeift, heißt es natürlich, dass die Luft nur schwierig reingeht, weil der Druck aufs Ventil von hinten ist. Oh, das ist richtig stabil, du. Richtig stabil. Ich bin ja echt begeistert. Mann, oh Mann. Boden vielleicht noch ganz wenig reintun, dass das Ding richtig stabil wird. Und dann sehen wir, wie es ist, wenn man das Ding hebt. Ja. Oh, da kommt gar nichts mehr rein, du. Oh. So. Nur, ich denke, das ist jetzt ziemlich voll. Und ich hebe es jetzt einfach mal an. Dann wird man natürlich sehen, wie sich das. Das ist. Mal an. Hier kann man es jetzt sehen. Dieser Luftdruckboden ragt hier einige Zentimeter raus unterm Boot. Und ist hier drin auch ein paar Zentimeter drin.
meine anfängliche Angst war, wenn man so ein Boot kauft ohne so einen Hochdruckluftboden, ja, dann kann man die ja nachkaufen. Und dadurch, dass sie hier, guck mal hier, so stark drücken, drücken sie das Boot auseinander. Und ich hatte gelesen, dass dieser Hochdruckluftboden zum großen Teil unterm Boot ist. Aber nein, er ist halb drinne und halb darunter. Das führt dazu, dass natürlich hier, ja, schau mal hier, das kann man gar nicht zusammendrücken. Das heißt, dieser Hochdruckluftboden sorgt dafür, dass das schön auseinandergedrückt wird und da man damit natürlich sehr gut dann aufs Wasser gehen kann. Guck mal hier. Was hast du da? Die Sachen hier. Hm? Eine Delle. Eine Delle? Nein, die von vorhin. Ja, aber... Die ist noch da. Ja, die Delle ist da. Wir können ja testen. Schau mal, da kommt nichts raus. Spucke. Das war weniger gut natürlich. Und das ist nur eine Delle. Ja. Und theoretisch, wenn hier was geschieht, kann man ja fließen. Das ist absolut problematisch. So, jetzt möchte ich mal zeigen, dass man das auch tragen kann. Ich glaube sogar, der Boden ist ein bisschen dicker in der Qualität, in der Art, als der hier. Fragt sich, was das hier... Oh, das ist irgendwas im Zentrum hier, ne? So. Ich hebe das mal hoch, weil das sollen ja nur 24 Kilo sein. Bei nur 24 Kilo kann man das gewiss auch irgendwie alleine tragen. Die Frage ist, wie? So, ich hebe das mal hoch. Ja. Oh, das ist tatsächlich leicht. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Nur, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Schau mal. Guck mal, ich halte zwei Seile. Und da ist es. Das ist ja echt verrückt. 24 Kilo. Oh, ich freue mich darauf. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf dem Wasser verhält. Also morgen zum See, dann schauen wir uns das an. Na? Ja, toll. Super hart. Das ist ja echt die Überraschung. Das hätte ich gar nicht gedacht. Super. Na dann, das ist jetzt gut für heute, ja? Machen wir Pause oder Stopp. Gut, eine wesentliche Sache ist immer bei einem Boot, wie lange es braucht, um es aufzubauen. Jetzt mit dem ganzen Gequatsche drum dran. Was haben wir gebraucht? 30 Minuten vielleicht? 20 Minuten? Ja, dafür, dass das Boot 23. Nicht kannte, denke ich, ist das in Ordnung. Also, ich schaue mir mal an, wie schnell das geht, um es abzubauen. Also, als erstes mache ich hier Ruder weg. Mal sehen. So. Das hier mache ich ein bisschen größer. Das muss man sich einfach mal zwei vorstellen. Das ziehe ich bis zum Ende. Dann kann ich hier das so... Ach, das ist auch gut. Und so. Dieses Teil kann man das vielleicht ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen clumsy. Muss ich so sagen, hätte man besser lösen können. Ein bisschen unhandlich. Aber so dramatisch ist das auch nicht. Kann nicht alles perfekt sein. Gut. So. Dann würde ich diese Teile tatsächlich vielleicht... Ja, muss man aufpassen, dass man die nicht verliert. Ne? Wo ist denn das zweite? Ist das schon weg? So. Okay. Also gut. Ich würde sagen, dies hier rausholen. So, eins. Und das beunruhigt mich schon. Ich glaube, ich werde ein bisschen breiter machen, aber dass sie besser laufen. Vielleicht an beiden Seiten dann. Nicht, dass man hier noch das eigene Boot mit Gewalt kaputt macht. Nee, das geht ganz gut. So. Und jetzt hier Ventil aufmachen, komm mal her. Und drauf drücken. Ja. Oh. So. So. Geht ganz schnell. So, wenn man mal die Ventile auf hat. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, sollen wir das vielleicht so machen, wie die es gemacht haben. Und drum schnell etwas tun. Dass es vielleicht nicht so spitz reindrückt. Den da auch noch. Ja, den da auch noch? Ja. Okay. So. Theoretisch kann man das sofort aufrollen. Aber wir haben ja hier diese Pumpe. Da kann man auch ein bisschen absaugen. Ich glaube, ich kaufe mir auch wieder so eine Akkupumpe. Die ist irgendwann nach vielen Jahren kaputt gegangen. Die Arbeit ein bisschen vereinfacht. So,
ein bisschen Luft aus dem Boden raussaugen. Aber dafür muss das Ding natürlich reingedrückt sein, sonst funktioniert das nicht. Ne? Ja, da ist natürlich jetzt mit einem ja, das ist nicht so praktisch hier, muss ich sagen. Also zum Luft wegnehmen muss ich immer warten, das ist weniger praktisch. Nimmt viel Zeit. Da würde ich schon so einen Akku teilnehmen. Okay, das lassen wir mal so. Aber was mich stört, ist natürlich diese Teile hier. Denn ich möchte nicht, dass sie mir ständig hier ins Plastik reindrücken. Da mache ich jetzt so das Gleiche, was sie gemacht haben. Und wickle einfach etwas drumherum. Und theoretisch, wenn wir das aufrauen, geht die Luft von selber raus. Okay, hier einmal drum gewickelt. Ja. Und zweimal drum gewickelt. Aber wir haben ja 4 Ventile hier, ne? Ja. Ja. Und ja, nochmal ein paar. Ich denke nur, da werden wir einfach was vorbereiten. Wir haben ja unten in der Werkstatt solche. Ja, wie heißen die? Womit man die Heizungsrohre dichtet. Ja, das ist ein ganz, was ganz Weiches. Das würde dann das Plastik schützen, denke ich mal. Das machen wir einfach. So, hier. Aber für jetzt erstmal so. Und jetzt den letzten hier. Ja, weil wäre weniger gut. So, also gut. Aufrollen wird schon reichen für heute, um die Luft rauszulassen. So. Man hört schon, wie die Luft rausgeht. So. Einfach ein bisschen Geduld haben. Da geht die Luft raus. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Vielleicht 10 Minuten oder so? Insgesamt 27. Ja, okay. Das heißt, 5 sind vergangen. 5 sind vergangen. Ja, das geht ganz gut. Da sind Plastikteile, die nerven mich. Wir müssen uns das einfallen lassen. Gott, ist das irre. Mann, wenn ich denke, wie riesig das Benga-Boot war, wenn wir das aufgerollt haben. Ne? Alleine schon wegen dickeren PVC, den Holzlatten, das ist echt toll. Ich bin da extrem. Ja, ich weiß auch nicht, wie das auf dem Wasser ist. Achso, ich mache jetzt erstmal vorne. Denn wenn ich nicht vorne zuerst Luft rausdrücke, dann kann ich das Ding nicht aufräumen. So. Und. So, da sie ein Benga-Boot geklaut haben, haben sie damit auch sicherlich, da haben sie, ein altes Karate-Boot geklaut, womit ich das umgebunden habe. Ich würde dann empfehlen, habe ich jetzt gerade nicht, irgendein Gurt machen, dass man das einmal umwickelt, bevor man es in die Tüte tut. No? Wäre sinnvoll. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Schlecht vorbereiteter Film. Okay, das müssen wir jetzt in die Tüte bringen. Wie innovativ muss man sein? Warte mal. Ich nutze das hier. Gott, wie leicht ist das nur? Du kannst ja kaum fassen. Ja. Gurtersatz für heute. Ja, Ali. So, natürlich wäre es cool, wenn du jetzt helfen könntest, aber das geht nicht. Da müssen wir sehen, wie man das macht, wenn man alleine ist. Also rein. Ich hab's drinnen. Ne? Aufrichten. Und hier holen. Ist ja irre. Das ist ja irre. Wow, wenn ich denke, wie viel ich gestritten habe in dem alten Boot. Absolut verrückt. Wow, gut. Jetzt diese beiden Teile. So. Ich würde dann immer so tun, dass die Spitze nicht drankommt. Ach so, guck mal, was wir machen werden. Ich werde mit einer Schleife und mit einer Raspel das hier so ein bisschen wegraspeln, dass ich hier besser reinrutschen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist sinnvoll. Dafür haben wir eine gute Raspe. Ja, und das kannst du machen. Dein Beitrag. Dann funktioniert das vielleicht morgen. So.
Und das könnte im Rücken ganz schön unangenehm werden. Tun Sie hier hin. Wir wollen ja das wieder auf den Rücken bringen und sehen, zeigen, dass man das tragen kann oder nicht. So, dann der Ruder. Das ist, finde ich, cool, dass so ein Teleskopruder ist, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ein Ruder. Was mir weniger gefällt, ist jetzt, dass ich nicht weiß, wo das zweite Teil ist. Hast du das zweite Teil? Dies hier? Na, warte mal, ich hab das. Ich hab das die ganze Zeit. Hier ist es. Ja, weißt du was? Ich würde sagen, diese Box, ob das hier reinpasst, das passt nicht rein. Nee. Ich würde tatsächlich sagen, wir müssen uns eine Box machen. Noch so eine. Ich habe noch so eine vom alten Boot allerdings. Wo wir nur diese beiden Teile reintun, dass man das einfach so reinwirft. Das würde ich immer mitnehmen. Das soll ein Kleber sein, der vor Ort und Stelle gleich funktioniert. Das heißt, du musst dann nicht Stunden warten. Und wenn du mal am Strand bist und irgendwas kaputt geht, kannst du das gleich reparieren. Doch, das müssen wir in, den gelben Sack reintun. Ich habe alles drin, oder? Ja, dies Teil, ich weiß nicht, nur brauchen wir diese Tasche oder würdest du ohne Tasche? Ich würde sagen, ohne. Na, aber dies behalten wir auf jeden Fall, weil hier kann man nicht. Ah, doch, hier, schau mal, hier ist so eine Lasche. Kann ich dann, also kann ich über diesen Alusitz tun und dann hier so machen, ne? Ohne jetzt diese Tasche. Wir angeln ja immer, wir tun alle unsere Sachen in einen Eimer, das ist so, genau. Also das nehmen wir dann auch mit und das tun wir dann irgendwie weg. Hier, wo tue ich den rein? Den tue ich mal hier rein, so. Aber es weicht hinterm Rücken. Was mit der Pumpe? Wo ist die Pumpe? Hinter dir. So, genau. Ja, ob die Pumpe auch hier reinpasst? Die war drin, ne? Ich denke schon. Okay. Wobei, im echten Leben werden die Pumpe nicht hier rein tun, weil, okay, hier ist eins. Ist das richtig so? Irgendwie. So. Ja. Den hier will ich abmachen. Und wenn es einmal einen Knick hat, dann ist es hin, ne? So. Okay, wo Pumpe, tun wir mal hier so rein und Schlauch ein bisschen rollen, dass er nicht kaputt geht. So, dann habe ich das. Vielleicht muss auch mal hier so von den Kabelbinder, dieser von der Gitarre, weißt du was ich meine, dieser mit Klettverschluss. So, Kabelbinder mit Klettverschluss. Ali! Bin ja sehr gespannt. Lach mich nicht aus, ich bin ein alter Mann. Siehste, dass die Sache ist natürlich von der Firma selbst, ist alles noch viel kleiner, aber jetzt ist es ein bisschen größer und jetzt muss ich das irgendwie hochkriegen. Ne? Ja. Okay, mal sehen, ob ich das schaffe. Ja. Dam, da, da, dam, 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 dam. Das ist natürlich sehr eng. So. Okay, also eins und ruf schon mal Krankenwagen. Aber du, ich habe das jetzt hier auf meiner Ferse, das ist gar nicht so schlecht. Das muss ich mir merken. Und erst so, da habe ich es. Super. Sieht ein bisschen clumsy aus, aber denkt daran, ein anderes Boot ist erheblich größer. Absolut irre. Naja, so, dann morgen auf dem Wasser. Ne? Super. Ist noch gleich irgendwo? Ja. Noch mehr Dreck. Ah, der Rasen muss auch gemäht werden. Meine Güte. Okay. Das war's. Vielen Dank. Frohe Weihnachten.